Die Genesis Rebirth, die Tannhäuser Chroniken heute mit einem etwas ungewöhnlichen Zwischenkapitel Marschbefehle. Wir haben einen neuen Spieler an Bord, den Aesop, der unseren Herogrim ersetzen wird. Wir werden ihm einen Charakter basteln und dann werde ich ihm noch die Funktionsweise von Roll20 erklären, dann werden wir noch ein bisschen zocken heute Abend. Herzlich willkommen. Voilà. Fangen wir mal erst am Anfang an mit Roll20, unser virtueller Spieltisch. Mal so ganz grob, wie das funktioniert und was auf dich zukommt als Spielleiter. Als Spieler. Wie du siehst, du hast auf dem Bildschirm groß eine Spieltischoberfläche, wo ich ab und zu Grafiken hinlegen werde, Skizzen machen für Kämpfe oder so, wo eure Tokens auftauchen werden. Jetzt gerade noch nicht, das ist jetzt gerade nur der Startbildschirm. Und zwischen den einzelnen Bildschirmen kann ich als Spielleiter hin und her wechseln. Die sind jetzt im Moment alle ausgeblendet. Du siehst unten am linken Rand eine Aufzählung von den Leuten, die gerade aktiv auf Roll20 sind in unserer Kampagne. Da werden, wenn wir es eingestellt haben, dann auch die Würfeltokens erscheinen, zumindest manche. Auf der linken Seite des Bildschirms siehst du einige Werkzeuge, die für den Spieltisch gedacht sind. Du könntest quasi selber auch Zeichnungen machen mit dem Pinsel, du kannst mit dem Mauszeiger Objekte anwählen, solange sie auf der richtigen Ebene liegen, für die du als Spieler Zugriffsrechte hast. Du kannst den Zoom verändern, du kannst auch Distanzen messen, das ist jetzt hier natürlich nicht eingestellt. Und cool. Und da ist schon mal so ein ganz rudimentäres Würfeltool, das jetzt allerdings seit neuestem anders aussieht, wo du einfach eine bestimmte Anzahl von Würfeln auswählen kannst zum Anklicken. Das werden wir aber wahrscheinlich so nicht brauchen. Okay, sehen meine Zeichen für mich machen oder sieht das dann immer die ganze Truppe? Nee, die sind direkt auf dem Spieltisch, quasi als würdest du auf den Tisch malen. Die sind für alle sichtbar. Rechts am Bildschirmrand sind nochmal die größeren Menüs. Oben siehst du ja Symbole für die verschiedenen Reiter. Das erste Symbol ist das Chatfenster, das ist eigentlich das, das die meiste Zeit offen sein sollte. Da werden Nachrichten angezeigt. Ganz unten siehst du, da kann man auch Nachrichten schreiben. Zum Beispiel. Du kannst auch einstellen, unten als mit welchem Alias du quasi die Nachrichten schicken willst. Und du kannst auch in dieses Fenster Würfelbefehle eintippen. Dann würfelt er automatisch das, was du eingetippt hast. Aber das wird wahrscheinlich so auch nicht notwendig sein. Oben hast du dann noch andere Reiter. Das nächste nach den Sprechblasen ist das Journal. Ja. Da wirst du eine Reihe von Handouts finden, die ich als Spielleiter freigestellt habe für euch alle. Die oberen sind jetzt erstmal unwichtig unter Handouts. Die kann man schon mal wegklicken. Es gibt eine kleine Zusammenfassung der Regeln, wie der Kampf abläuft. Wirklich nur ganz, ganz rudimentär. Als kleine Spielhilfe. Es gibt eine Erklärung, wie der Charakterbogen gefüllt werden soll. Es gibt eine Erklärung, wie Makros und Einstellungen funktionieren, wie man sie einstellen sollte. Das kannst du dir vielleicht gerade mal öffnen. Ja, mache ich. Beziehungsweise ich kann es für dich öffnen. Jetzt müsste es aufgegangen sein. Jo. Genau. Zum Makromenü gehen wir gleich über. Das kommt dann später. Ganz unten das Einstellungsmenü, also in der rechten Steuerleiste das Symbol ganz rechts, das Zahnarzt. Da solltest du deinen unter Display Name deinen gewünschten Namen eintragen.
und dann slash den Namen von deinem Charakter, einfach damit ich weiß, wie ich euch ansprechen soll. Mit Klarnamen oder mit Alias ist mir völlig wurscht. Im Einstellungsmenü könnt ihr auch das Musiklevel verändern, falls euch die Musik zu leise ist oder zu laut, falls ihr sie euch ganz ausmachen wollt, weil ihr nicht die Musik steuern könnt, die kann nur ich steuern. Ihr könnt nur die Lautstärke verändern. Ich habe schon mal den Namen geändert. Alles klar. Du solltest auf jeden Fall einstellen, dass die Video- und Voice-Übertragung deaktiviert ist. Weil wir ja Roll20 nicht für Video- und Voice-Übertragung nutzen. Also Video-Übertragung gibt es bei uns sowieso nicht. Genau. Und dann gibt es oben der vorletzte Reiter, das sind die Makros. Ich habe ein paar rudimentäre Makros erstellt, die ihr gerne nützen könnt, müsst aber nicht. Müsst einfach ein bisschen rausfinden, was für dich am einfachsten ist. Da sind jetzt drei Sachen drin. Die Fertigkeitsprobe. Eine geheime Fertigkeitsprobe, das ist die mit dem Zusatz SL und die Initiativeprobe. Da müsstest du einfach mal in dem Feld daneben den Haken setzen bei allen drei, bei In Bar. Und dann unter der Auflistung bei Show Macro Quick Bar auch einen Haken setzen. Dann werden die dir in der unteren Bildschirmleiste angezeigt. Dann hast du da immer Zugriff drauf, auch wenn der Reiter zugemacht ist. Okay. Die kannst du auch gerne einfach mal ausprobieren. Wenn du draufklickst, wirst du merken, was passiert. Bei Fertigkeitsprobe geht ein Fenster auf, das bittet dich, einen Wert einzutragen für dein Attribut. Da gibst du dann deinen Attributswert ein. Mach mal einfach irgendwas jetzt. Dann fragt er dich nach dem Fertigkeitswert, da trägst du den Fertigkeitswert ein. Dann fragt er dich noch nach Modifikatoren, wenn ich sage, keine Ahnung, ist dunkel, minus zwei Würfel oder so, dann trägst du das noch ein. Genau. Erledigt. Und wenn du dann auf Submit gehst, würfelt er, speitert er die aus. Zurück im Chatfenster siehst du jetzt, okay, da ist deine Probe und da ist meine Probe. Du siehst, er hebt dir die Einsen hervor und die Sechsen. Also ja, die Trigger und die potenziellen Fehlschläge quasi, die Einsen. Und er gibt dir gleich an, wie viele davon Erfolge sind, also 4, 5 oder 6. In dem Fall hätten wir jetzt beide... Hätte mir nichts gebracht. Genau, in dem Fall hätten wir beide zwei Erfolge und jeweils einen Trigger, die Probe wäre unentschieden. Müsste man jetzt gucken, was es gerade genau ging. Die Fertigkeitsprobe SL funktioniert... Allerdings hätte ich nicht mehr Misserfolge gehabt. Kurzer Ausflug in die Genesis-Regeln. In dem Fall würde es jetzt davon abhängen, was das für eine Probe ist. Ob sie erfolgreich ist oder ob sie scheitert. Sagen wir, es wäre wirklich eine konkurrierende Probe zwischen deinem Würfelpool und meinem gewesen. Dann wäre das jetzt einfach ein Unentschieden. Weil wir beide den gleichen die gleiche Zahl an Erfolgen erreicht haben, die gleiche Zahl an Triggern, dann ist fertig. Dann ist ein Gleichstand, je nachdem, um was es gerade geht, hat dann entweder niemand was davon oder der Agierende verliert. Werde ich jetzt aber gesagt, mach mal eine Athletikprobe gegen Schwierigkeit 3, um zu sehen, ob du rechtzeitig in Deckung hechten kannst, bevor irgendwie die Gasleitung explodiert, dann wäre das jetzt nicht nur ein Fehlschlag gewesen, weil du weniger Erfolge hattest als die Schwierigkeit. Schwierigkeit Grad 3, deine Zahl an Erfolgen 2, sondern es wäre auch noch ein Patzer gewesen, weil du mehr Misserfolge, mehr Einsen als Erfolge hattest. Drei Einsen, aber nur zwei Erfolge. Ja. Dann wäre es ein Patzer, dann wäre irgendwas Katastrophales passiert. Sagen wir jetzt mal, wir hätten... Wäre schon abgestürzt. Genau, sagen wir mal, wir hätten jetzt beide in Deckung hechten müssen, um irgendwie dieser explodierenden Gasleitung zu entgehen. Dann wäre meine Probe einfach nur ein Misserfolg gewesen. Weil ich einen Erfolg mehr als einsen habe. Und bei dir wäre es eben. Bei dir wäre es irgendwie beim Versuch vor der Explosion zu entkommen in den Abgrund gestürzt oder so. Ein Patzer halt.
Genau. Also das ist der Vorteil, mit meinen Makros wird automatisch schon diese Zielzahl 4, 5, 6 eingerechnet und er gibt dir gleich an, wie viele Erfolge du hast. Und die Trigger werden auch hervorgehoben farblich. Ansonsten kannst du aber auch, ich poste das gerade mal in die Chatleiste, deine Probe einfach direkt eingeben. Das funktioniert folgendermaßen. Natürlich ohne die Ausrufezeichen, die Anführungszeichen, die wird jetzt nochmal reingemacht, damit er den Befehl nicht auslöst. Slash R oder Slash Roll, gibst einfach die Zahl an Würfeln ein. Die Art der Würfel, also jetzt in dem Fall 6W6 und dann noch das größer 4 als Befehl, dass er dir anzeigt, wie viele Erfolge du dabei gewürfelt hast. Ich tippe es gerade nochmal ohne Anführungszeichen. Kleinen Fehler gemacht, du musst Slash Roll eingeben, nicht Slash R. Das funktioniert irgendwie nicht mehr anscheinend. Also immer Slash Roll. Ah, alles klar. Aber wenn du sowieso schon weißt, wie viele Würfel du werfen musst und es dir zu blöd ist, da jedes Mal über den Makro die einzelnen Werte eingeben zu müssen, dann kannst du sie auch einfach direkt eingeben. Slash Roll, Anzahl, D6, größer 4 und fertig. Haut er dir das direkt raus. Verdammt, Leerzeichen vergessen. Testest du es gerade, oder? Naja, sehr gut. Sag mal, was ist denn mit den zwei Erfolgen los heute? Okay, alles klar. Prinzip verstanden. Gehen wir nochmal kurz aufs Journal. Im Journal findest du neben diesen Regelerklärungen Regeln, dann gelegentlich, das haben wir jedenfalls bei InDieBlood so gemacht, noch eine Anzeige über die NSCs. Ja, die werden wir heute bestimmt auch nicht brauchen. Die werden wir heute nicht brauchen, das haben meine Spieler auch alles ehrlich gesagt nicht genutzt. Es gibt Karten, die ich dort hinterlege für euch, auch Infos über einzelne Gegenden oder Kulte oder sowas, könnt ihr euch dort auch alles angucken. Zum Beispiel für InDieBlood hatte ich Informationen über die Region Purgare dort angegeben. Könnt euch dort auch die Karten anschauen, die Weltkarte anschauen zum Beispiel. Oder die Karte für eine bestimmte Gegend. Perfekt. Und dort findest du auch, das sieht man jetzt bei mir am Bildschirm leider nicht, beziehungsweise doch, ich kann es kurz so einstellen, deinen Charakterbogen. Stell mal den mal so kurz ein, dass den auch der Streamer sehen kann. Das ist jetzt der Charakterbogen, wie ich ihn gerne in Roll20 hätte. Immer schön aktuell gehalten, dass alle Charakterbögen auf einem Fleck sind und ich da zur Not während im Spiel reingucken kann, ohne dass ich noch ins Forum wechseln muss oder irgendwelche Links anklicken oder so irgendwas. Das ist quasi einfach nochmal zum Übertragen der Werte aus dem Online-Charakterbogen. Ich habe dir da jetzt mal einen leeren verlinkt, mit dem wir, auf dem wir nachher einfach deinen Charakter aufbauen. Kleiner Spoiler-Alert, Aesop hat seinen Charakter schon gebaut. Wir bauen den nachher quasi nochmal nach. Einfach zum zeigen, wie es funktioniert.
Genau, ich glaube, ansonsten ist alles relativ selbsterklärend. Da trägt man halt nochmal alles Mögliche ein. Auf der ersten Seite unter Bio und Info Sachen wie Erfahrungspunkte, Munition oder solche Sachen, die Hintergründe und Eigenschaften, alles, was halt irgendwie textlich man aufschreiben muss. Und auf dem zweiten Reiter Attributes and Abilities, da kannst du dann unter Current jeweils immer deine Fertigkeits- und Attributswerte eintragen. Und damit könntest du dir, wenn du möchtest, sogar noch einfachere oder noch automatisiertere Makros erstellen. Wenn du mal rechts unter Abilities schaust, bei Wahrnehmung, wenn du da mit der Maus drüber gehst, siehst du so einen kleinen Pinsel aufgehen, so einen kleinen Stift aufgehen. Wenn du den mal anklickst, siehst du, ja, was genau da, wie das sich das zusammensetzt. Dann steht da jetzt Add Instinct plus Add Wahrnehmung. Das heißt, der übernimmt automatisch aus der Aufzählung links die Werte für dein Attribut Instinct, dein Fertigkeitswert in Wahrnehmung, und fragt dich nur noch nach dem Modifikator. Ach, krass. So kannst du das noch schneller machen. Natürlich ist es bei 36 Fertigkeiten ein bisschen affig, das quasi für jede einzelne Fertigkeit zu machen. Aber für Sachen, die man häufig braucht, macht das auf jeden Fall Sinn. Und du kannst dann auch einstellen, Show in Macrobar, dann wird dir das auch unten am Rand angezeigt, noch mit deinem eigenen Namen, damit du siehst, dass es dein personalisiertes Makro ist. Und du kannst Show as Token Action anklicken, das machen wir dann, zeige ich dir dann später, wenn wir mal einen Token mit ins Spiel holen. Okay. Wenn du mal kurz auf den Stift bei Initiative gehst, zeige ich dir auch noch kurz was. Es gibt auch ein Initiative-Tool für Roll20. Das ist der Befehl, der am Schluss steht, End Tracker. Da würfelst du deine Probe aus, deine Initiative-Probe. Er sammelt auch die Erfolge, 4, 5 und 6, und schickt die dann direkt an das Initiative-Tool. Das heißt, du tauchst dann dort in der Reihenfolge auf. Mit deinem Wert, den du in Initiative gewürfelt hast. Das funktioniert aber nur, wenn du ein Makro hast, weil du musst das Makro anklicken. Das ist aber das Makro im, das Initiative-Makro im Charakterbogen ist das gleiche wie das globale Initiative-Makro, das ich sowieso schon angelegt habe. Also das ist immer da. Aber wenn du dir deine Makros noch persönlicher gestalten willst, bestimmte Fähigkeiten, die du häufig brauchst oder so, dann kannst du dir die da extra noch einrichten. Einfach oben auf Add klicken. Und dann kannst du den Code eigentlich aus meinen raus kopieren und dann passt das eigentlich. Ja, so viel. Na, ich zeig dir noch kurz die Funktion von mit dem Token. Ich ziehe dir jetzt mal deinen persönlichen Charaktertoken auf den Bildschirm. Okay. Ein bisschen unscheinbar, es ist einfach nur das Kultursymbol, das Kultsymbol, also das Schwarze Kreuz, in dem Fall der Helvetiker. Da du die Kontrolle über den Charakterbogen hast, müsstest du auch die Kontrolle über den Token haben. Das heißt, du müsstest ihn anwählen und verschieben können, solange du links das Maus-Symbol, das Mauszeigersymbol ausgewählt hast. Du kannst auch mit Doppelklick dir das Token noch ein bisschen personalisieren, wenn du da einfach mal draufklickst. Ich kann es jetzt nicht nachmachen, weil ich auch da keine Berechtigung habe im Moment. Ich schau's mal aus. Das heißt doch, ich kann es aber ändern. Also wenn du das anklickst, kannst du Represents Character Dropdown-Menü aufmachen und dann Erik Holz angeben. Und dann übernimmt er da quasi die Einstellungen aus deinem Charakterbogen für. Sind jetzt übernommen, das heißt, ich kann das Token jetzt auch editieren.
zwar stelle ich jetzt mal die Funktion ein, die ich nachher, also die für ein fertiges Charakter-Token auch eingestellt sind. Jetzt hat der gute Mann leider noch keine Werte eingetragen im Moment. Da hast du drei Zustandsbalken. Wenn du einmal auf dein Token klickst, gehen die als so drei farbige Kreise auf. Rot, Grün und Blau. Ja. Und die sind mit deinem Charakterbogen verknüpft und stehen für Grün für deine Fleischwunden, Blau für deine Ego-Punkte und Rot für deinen Traumawert. Wenn dann später im Charakterbogen da Werte eingetragen sind, hast du da wirklich dann farbige Balken, die sich, wenn du Schaden bekommst, verringern oder erhöhen können. Das geht jetzt im Moment noch nicht, weil der Charakterbogen noch leer ist. Was wir aber jetzt kurz ausprobieren können, ist, wenn du jetzt dein Token anklickst und dann auf das Initiative-Makro unten klickst, fragt er dich wieder Reaktion, fragt dich nach Attribut, fragt dich nach Fertigkeit, fragt dich nach Modifikatoren, da kannst du mal irgendwas eintragen. Und auswürfeln. Und dann wirst du sehen, dass da wo Turn Order ist, jetzt das gerade aufgemacht habe, wo man nichts sieht, zack, ist da jetzt dein Initiative wert. Ja, cool. Das geht dann ja echt schön und einfach. Genau. Und das mache ich dann auch mit NSCs und so. Ich glaube, die NSCs werden euch nicht angezeigt. Ihr seht quasi nur, wenn ihr dran seid. Ich gebe euch dann durch, wenn ihr dran seid und dann hat man da eine schöne Übersicht über die Initiative. Gut. So. Fällt dir gerade noch irgendwas super Wichtiges ein, was möglicherweise für dich als Spieler interessant sein könnte, für was Roll20 angeht? Momentan nicht. Ich denke mal, das kommt dann auch mit der Zeit. Es könnte sein, dass nochmal eine Frage aufkommt, aber... Ja, dann fragst du einfach zwischendurch. Genau. Gut, dann gehen wir jetzt gleich über zur Charaktererschaffung.